Seid gegrüßt. Wir reagieren heute auf das Pressestatement von Sarah Wagenknecht, wo sie sich vor allem mit der neuen polizeilichen Kriminalstatistik auseinandersetzt, die vom Innenministerium veröffentlicht wurde. Die Kriminalstatistik gibt Grund zur Beunruhigung. Die Kriminalität, darunter auch die Gewaltkriminalität, die Einbrüche, all das ist deutlich gestiegen. Und Wagenknecht spricht hier jetzt als erstes, glaube ich, mal die wichtigsten Probleme an. Wir schauen uns das Pressestatement wie immer zusammen an. Ja. Ich möchte anfangen natürlich mit der Kriminalitätsstatistik, die heute vorgestellt wurde von Frau Faeser. Und ich denke, dass die vorgestellten Zahlen sehr deutlich zeigen, welche desaströse Bilanz sie in ihrem Amt bisher vorzuweisen hat. Die Zahlen sind deutlich gestiegen, auch die Gewalttaten sind gestiegen, Strafen insgesamt sind deutlich gestiegen, mehr Einbruch, mehr Diebstahl, mehr Gewaltdelikte. Das macht vielen Menschen Angst, und zwar zu Recht, und es zeigt auch ein massives Versagen der Regierung, ein massives Versagen der Ampel. Ein Land, in dem die Gewaltkriminalität steigt und die Wirtschaft schrumpft, befindet sich ganz sicher nicht auf einem guten Weg. Und es zeigt natürlich auch, dass die Innenministerin offensichtlich ihren Job nicht macht. Denn man konnte ja beobachten in den letzten Jahren, dass sich Frau Faeser offenkundig mehr damit beschäftigt hat, ihren verkorksten Wahlkampf in Hessen hinzubekommen oder sich mit sicherlich ganz wichtigen Fragen wie der bunten Armbinde für die Nationalmannschaft zu beschäftigen, als mit diesen elementaren Fragen, die ja doch für sehr, sehr viele Menschen natürlich ein ganz ausschlaggebender Punkt ihrer Lebensqualität sind, ob sie sich in ihrem Umfeld sicher bewegen können, ob sie ohne Angst vor Gewalttaten oder auch vor Eigentumsdelikten leben können. Und ich denke, da muss dringend etwas geschehen. Da muss man zunächst mal über Ursachen reden. Eine Ursache hat Frau Faeser oder zwei hat sie genannt. Eine ist natürlich auch völlig unstrittig. Wenn in einem Land über Jahre die Löhne sinken, wenn die soziale Ungleichheit größer wird, wenn viele Menschen von ihrem Einkommen nicht mehr leben können, weil es massiv durch die Inflation entwertet wurde, dann steigen immer auch kriminelle Handlungen und auch kriminelle Delikte, auch Diebstahl und vieles andere mehr. Also die soziale Frage ist ganz sicher und ohne jeden Zweifel eine der Ursachen für diesen statistischen Anstieg. Und natürlich wäre da die Regierung dringend gehalten, etwas dafür zu tun, dass Menschen mit dem, was sie sich redlich erarbeiten, auch wieder auskommen und über den Monat kommen. Es gibt aber natürlich auch eine zweite Ursache, die Frau Faeser heute angesprochen hat, die aber über viele Jahre verharmlost und weggeredet wurde, die auch jetzt schon wieder reflexartig von den Grünen ja verleugnet wurde. Und das ist natürlich der Aspekt, dass ein sehr großer Teil dieser Straftaten eben von Menschen nicht deutscher Herkunft, von Menschen ohne deutschen Pass begangen wurden. Ich halte das für einen fatalen Fehler, das einfach zu leugnen. Und das hat nichts damit zu tun, dass irgendwie allgemein... Natürlich hat das nichts damit zu tun, jetzt, dass man was gegen Ausländer hätte, sondern man spricht einfach eine statistisch existente Realität aus. Ausländer sind in der Kriminalstatistik dreifach überrepräsentiert. Sie machen nur ungefähr 14% der Bevölkerung aus, begehen aber über 40% der Straftaten. Das ist ja einfach eine Tatsache. Und den anderen Grund, den hatte Wagenknecht vorher genannt, die steigende Ungleichheit. Die ungleichsten Länder auf dieser Welt sind auch die mit der höchsten Mordrate. Das ist ein sehr interessanter Zusammenhang. Und wenn die Ungleichheit in Deutschland seit Jahrzehnten gestiegen ist, dann hat das über kurz oder lang eben auch Auswirkungen auf die Kriminalstatistik. Und auch hier hat Wagenknecht natürlich völlig recht. Ressentiments geschürt werden. Im Gegenteil, es sind ganz, ganz viele Menschen, die in Deutschland leben, die gut integriert sind, die eine Zuwanderergeschichte haben, die sich nie etwas zu Schulden kommen lassen, die natürlich auch darunter leiden, wenn am Ende Kriminalität mit Migrationshintergrund steigt, weil das dazu führt, dass die Bevölkerung, dass dort Ressentiments stärker werden. Gerade deshalb muss man diesen Aspekt ansprechen und man muss auch darüber reden, was die unkontrollierte Migration und diese Kriminalitätsstatistik miteinander zu tun haben. Wer das eine nicht eindämmt, der wird auch das andere nicht verhindern. Die Zahlen sind ja relativ eindeutig in dieser Frage. Wenn man sich anguckt, dass eben insgesamt ein Anstieg von 30% bei den von Zuwanderern begangenen Straftaten zu verzeichnen sind, dass insgesamt 41% der Tatverdächtigen keinen deutschen Pass haben, das sind einfach Fakten, über die wir reden müssen. Und wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass es sehr, sehr viele gut integrierte Zuwanderer gibt. Aber die unkontrollierte Migration bedeutet eben auch einen Anstieg von Kriminalität. Und deswegen erwarte ich von Frau Faeser, dass sie dieses
Problem zur Chefsache macht, dass es einen Gipfel im Kanzleramt gibt, der sich sowohl mit der steigenden Kriminalität als auch mit der unkontrollierten Migration beschäftigt und endlich nicht nur verbal das Problem adressiert. Das hat Frau Faeser ja heute auch getan. Sie hat ja auch zu Recht gesagt, wer den deutschen Rechtsstaat in Anspruch nimmt, der muss auch Recht und Gesetz in unserem Land achten. Ansonsten hat er eben diesen Anspruch auch nicht mehr. Das hat sie alles gesagt. Nur der Zweifel ist groß, ob diesen Worten am Ende auch wirklich Taten folgen werden oder ob das wieder nur eine verbale Attitüde ist. Reden müssen wir natürlich auch über die Ausstattung der Polizei in Deutschland. Auf jeden Fall ist erkennbar, auch an dieser Statistik, dass sichtlich auch die Polizeibehörden auch in ihrer personellen Ausstattung überfordert sind bei einem solchen Anstieg von Kriminalität. Nun hat es zwar in den letzten Jahren einen gewissen Anstieg bei Polizeistellen gegeben, aber vieles, was in den Jahren davor abgebaut wurde, ist dadurch nicht ausgeglichen. Und wir sehen immer wieder, dass natürlich Videoüberwachung keineswegs ein Ersatz für Polizeipräsenz auf der Straße sein kann. Und wer solche Debatten als Law and Order abtut, wie das ja auch gerne aus bestimmten Ecken geschieht, ja, der wohnt. Was heißt Law and Order? Die öffentliche Verwaltung muss vernünftig ausgestattet sein. Also man braucht genug Richter, genug Staatsanwälte, genug Polizisten. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Und da sollte es eigentlich keine Debatten drüber geben. Der Neoliberalismus, also diese ganzen neoliberalen Sparprogramme, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, die haben halt dazu geführt, dass wir in allen Teilen der öffentlichen Verwaltung mittlerweile einen Personalmangel haben. Weil die Bundesländer, weil der Bund an allen Ecken und Enden sparen wollten, koste es, was es wolle. Und das fällt uns jetzt auf die Füße. Wahrscheinlich auch nicht in Wohngebieten, wo sich solche Probleme massiv auftun. Und sehr wahrscheinlich ist er auch nicht darauf angewiesen, nachts die S-Bahn oder die U-Bahn zu benutzen. Ja, wer mit dem Taxi durch die Gegend fährt, der kann sich da manches leisten. Die Mehrzahl der Menschen kann das nicht und die erwarten zu Recht, dass es eben auf unseren Straßen, auf unseren Plätzen, auch in unseren Parks eine Sicherheit gibt für Menschen, die sich dort bewegen, egal ob tags oder nachts. Ein wichtiges Thema für uns ist gleichzeitig diese Woche nach wie vor, muss man leider sagen, das Vorgehen Israels im Gazastreifen. Wir werden diese Woche... Ja, das ist jetzt ein anderes Thema, dazu kommen wir gleich. Dazu kommen wir gleich. Aber was Wagenknecht zur Kriminalstatistik gesagt hat, hat sie natürlich auf jeden Fall vollkommen mit Recht. Wir müssen die Ungleichheit reduzieren, wir müssen die Zuwanderung reduzieren, am besten auf Null zurückfahren. Und ja, die öffentliche Verwaltung muss vernünftig ausgestattet sein, es müssen genug Polizisten eingestellt werden. Das sind alles Selbstverständlichkeiten. Und ihr habt es gehört, das BSW will all das angehen. Zumindest aus der Opposition heraus. Man stellt aktuell 10 Abgeordnete und ja, man muss bei den nächsten Wahlen dann stärker abschneiden, damit man seine Politik auch umsetzen kann.